Mich am Arsch ist das voll hier drin. Hey! Das ist fabelhaft, macht das Zimmer viel größer. Peter, da bist du ja. Wo warst du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ein paar Red Bull gekippt, nach New York gefahren. Was soll's denn? Ah, hallihallo, mein kleiner Freund. Mrs. Griffin, könnte ich mit Ihnen und Brian allein sprechen? Selbstverständlich. Kinder, ihr wartet im Wagen. Okay, Mom. Suchen wir die unverschämte, fette, schwarze Schwester. Es gibt immer eine. Sie können rumflennen oder Sie können weiterleben. Ist Ihre Entscheidung. Hab sie gefunden. Hey, du, pass heute mit dem Messwein auf, ja? Will nicht wieder so ein besoffenes Drama erleben. Ach, ist das ein schönes, Bauri. Ich will das, Bauri. Küsse, ich geb dir ein Pustepussi. Puste, Bauri, Schweini, Bauri, Sturi. Ach, gib mir das, Bauri. Oh mein Gott! Tut mir leid. Hab es ein bisschen übertrieben. Ich hab dich einfach so lieb, weißt du? Meine Güte, muss heutzutage alles ein Maskottchen haben? Ich meine, da ist ein Löwe in einer Latzhose auf der Aluminiumfolie. Ich meine, wen spricht sowas an? Nein, Lois, nicht die. Kauf die mit dem Löwen in der Latzhose. Oh, warte, Bilf. Ein totales Bilf. Ja, läuft ganz gut für mich. Ich hab jetzt schon 6 Schnuller. Das war ja ein super Flop. Och, seht euch das an. Jetzt werde ich aber wirklich misstrauisch. Hat hier jemand eine Pizza bestellt? Gut, Familie. Anstellen fürs Zigarrenbranding. Aua! Oh! Ah! Moment mal, wer bist denn du? Ich bin dein anderer Sohn, McCorber. Möchte mein Zigarrenbranding, werter Herr. Stewie, na los, verpiss dich, du scheiß Wasserkopf oder Milchkopf, oder ist doch scheißegal. Ich meine nur, wenn du irgendwo lesen würdest, dass Gwen Stefani Großmutter ist, würdest du nicht mit der Wimper zucken. Was zum Teufel? Was ist los? Ach, tut mir leid, Stewie. Deine Tante Carol wird eine Weile bei uns wohnen und sie braucht dein Zimmer. Für wen zum Henker hältst du dich? Hör sofort damit auf! Wir passen da niemals durch, nur Kreise passen durch diese rechteckige Tür durch! Oh mein Gott, das geht problemlos. Ich muss endlich lernen, Formen zu begreifen. Hey, Stewie, wirst du hier bei uns schlafen? Verbringst du so deine Freizeit, Fettsack? Liegst um 11.30 Uhr morgens halbnackt mit schwarzen Socken auf dem Bett rum? Willst du mit einer von Daddys Socken spielen? Was? Ob ich mit... Nein, was? Nein, was für eine absurde Frage. Ach, die erste geht immer schwierig. Ja, gleich haben wir's. Die zweite ist dann viel leichter wegen der Zehen. Ja, komm schon, Alter. Also... Da hast du sie. Erfinde ein Abenteuer damit. Tante Carol, Mom sagt, du wärst eine tolle Florida-Hure. Was soll das bedeuten? Chris, das hab ich über Kate Hudson gesagt. Ich dachte immer, ich wäre eine gute Florida-Hure. Dank dir bleiben meine Haare so, wenn wir anhalten. Hey, ich kann dich aufmuntern. Wo ist mein Bananenkostüm? It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Where are you at? Where are you at? Oh mein Gott. Oh, Stewie, das ist so witzig. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war meine Nummer. Die Nummer ist ziemlich sicher aus dem Internet. Peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly with a baseball bat. Ich gehe jetzt zum Bauernmarkt. Ich muss Plutonium für ein neues Rückreisepad besorgen. Für den Fall, dass ich später noch ein Universum erschaffen will. Plutonium auf dem Bauernmarkt? Ja, ich verwende nur noch organisches Plutonium. Denke global, kaufe lokal. Hey, du Schlampe, hol mich hier raus. Hallöchen, Yusuf. Hey, Stewie, was darf es sein? Ein bisschen guten Stoff für ein neues Zeitmaschinen-Rückreisepad. Kommt sofort. Und, wie läuft die Terrorismusnummer so? Die gute Nachricht ist, mein Sohn ist durch eine Autobombe gestorben. Die schlechte Nachricht, er hat sich mein Auto geliehen. Oh Gott, das ist der andere Grund, warum ich herkomme. Okay, hier hast du dein Plutonium. Ich hoffe, du tötest meine scheiß Frau damit. Hey, warum denn auf einmal? Ach, weil wir immer streiten. Sie ist so launisch. Ich sag immer, ich weiß nicht, was sie hat. Komm raus! Entschuldigung! Was war das? Oh mein Gott! Ich wusste, sie würden kommen! Rupert, wir werden von Monstern angegriffen! Hilf, Himmel! Oh, warte, da ist Superman! Er wird uns retten! Superman! Superman! Halt, wo gehst du hin?
Zur Hölle mit ihm. Wir müssen diese Invasoren selbst erledigen. Rupert, Gefechtshaltung. Na schön, ihr untoten Mistschweine. Ich schicke euch wieder in die Hölle. Lass durch, gehen wir Süßigkeiten sammeln. Hey, kommt zurück. Das sind meine Süßigkeiten. Ihr miesen Schweine, das gehört mir. Och, kann dieser Tag noch schlimmer werden. Sieh nur, seine Ansichten haben unser Land für eine Generation versaut. Ich hasse alles an diesem Mann, dem zeige ich's jetzt. Ich werde mir jetzt ein paar Hardcover mit geschmackvoller Nacktfotografie suchen. Oh mein Gott, ja, das ist geschmackvoll. Oh, das ist eine schlechte Idee. Aber manchmal hat Fox wohl einfach schlechte Ideen. Schlechte Ideen, die nach 4 Folgen abgesetzt werden, wie das hier zum Beispiel. Hallo? Ist da irgendwer? Wer immer Sie sind, danke.